Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Sprout vom PS5.de und bin live hier in Hamburg in der Hansestadt. Ja, und wir gehen gleich zu einem kleinen FIFA-Event. Also ich und ja, ist schön hier, das Wetter wird immer komischer auf jeden Fall und läuft. Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Sprout vom PS5.de und ich bin live hier in Hamburg in der schönen Hansestadt und es gibt den Wochenrückblick. Kalenderwoche habe ich schon wieder vergessen, aber egal. So, und hier schönes Wetter auf jeden Fall, wir genießen das richtig schön und ja, News Nummer 1. Und das Geile ist, ist ja alles nummeriert. Nein, es ist diesmal nicht nummeriert. Was ist das denn für ein Scheiß? Nee, ist doch nummeriert. News Nummer 1. Mafia 1 Collector's Edition, Mafia 3 Collector's Edition vorgestellt. Ja, da gibt es auf jeden Fall schöne Bilder und sowas und keine Ahnung, auf jeden Fall feiern wir das extrem und ja, Link unten auf jeden Fall und weiter geht's. News Nummer 2. Red Dead Redemption 2. Erste Video bzw. erste Bild ist geleakt worden. Und das ist richtig cool, weil ich bin ja ein großer Red Dead Redemption Fan und ich möchte an der Stelle auf jeden Fall den Luke grüßen, aka Rolfis, weil Red Dead Redemption ist einfach geil. Und ich freue mich auch drauf, wenn Rockstar Games wirklich mal ein Red Dead Redemption für die PS4 bringen sollte. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool und ich versuche auf jeden Fall gerade die News seriös rüberzubringen, damit ihr euch nicht beschweren könnt. Das ist ja freie Schnauze-Variante, dürfen wir nicht vergessen. Ach, ich habe gar nicht gesagt, welche Kalenderwoche das ist. Ja, das steht in der Überschrift. Möchtest du weitermachen? Hier. Bitte. Ich geh jetzt bei Final Fantasy waren wir. Kannst du halten, ich gehe jetzt in eine Reeperbahn. Aber was? Ja, da gibt es ein neues Gameplay-Video mit Chocobo-Reiten. Ich mag Chocobos, die sind gelb und cool. Payday 3, weitere Ableger? Ich hab Teil 2 gespielt. Ja. Payday 2 ist ganz cool. Du machst cool. Das nicht mit richtig Elan, so weiß nicht, wann ich das mal wieder. ja, also, wir waren jetzt bei News Nummer. Da waren wir bei 5, ne? Ne, bei Payday? Aber ja, Payday hast du gerade gemacht, oder nicht? Ja. Ah, okay. Ja. Ja, schön, gut, dass wir das hier professionell machen. Payday. Also nach Payday. Also, Who's Next? 2K kündigt. Genau, Who's Next? Bill Goldberg als Vorbesteller. Angebot für WWE 2K17. Ein neues Wrestling-Spiel steht in den Startlöchern. Ja, 2K Games, unsere lieben Freunde, lieben Gruß an Carlo und die ganzen andere Wrestlebande. 2K Games wird auch dieses Jahr ein neues Wrestling-Spiel rausbringen. Und ich bin gespannt und es wird bestimmt sehr toll werden. So, News Nummer 6. Gran Turismo Sport, keine dynamische Wetterveränderung. Das ist sehr schade bei Rennen. Bei Rennen, also keine Wettersachen ändern sich bei Rennen und sowas. Ein schönes Video zu Gran Turismo seht ihr jetzt gerade hier. Oder da? Ich weiß es nicht. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei und da war gerade ein Porsche. So. News Nummer 7. Lego Star Wars, das Erwachen der Macht, neue BB-8. Ah, ein neues BB-8-Video ist aufgetaucht. Star Wars Erwachen der Macht, die Lego-Variante, kommt ja jetzt im Juni raus. Warner Interactive hat auf jeden Fall bestimmt was sehr, sehr Gutes gemacht, weil die Lego-Spiele sind ja einfach nur Kult. Ich freue mich tierisch drauf. Ich bin ein großer Lego Star Wars Fan und ja, läuft. Extra News, immer wieder Extra News. PlayStation Plus im Juni, NBA, die PlayStation Plus Inhalte sind klar, habt ihr ja schon mitbekommen. Diesen Monat wird NBA 2K16 dabei sein. Ein sehr gutes Spiel, es ist ein Basketballspiel. Mein Name ist Supra, besucht PS5.de und schöne Grüße aus Hamburg. Und danke nochmal, Nick, für deine Hilfe, den ich hier spontan getroffen habe. Ehrlich jetzt. Wirklich. Ach, geht doch nach Hause.